Was geht ab, YouTube? Allererstes Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Guido Zicher und ich bin Personal Trainer, Ernährungscoach und Typ 1 Diabetiker. Und das ist auch der Grund für diesen YouTube-Kanal. Ich möchte nämlich euch da draußen, jedem, der Diabetes hat oder der mit Diabetiker zu tun hat, ein bisschen Mut machen für all diejenigen, die glauben, naja, man kann wegen der Krankheit dies, das und jenes nicht machen. Man ist eingeschränkt in seinem Leben, man hat Angst vor diversen Tätigkeiten, weil Ärzte einem, sag ich mal, ja, das eine oder andere ausreden und oder einreden, sagen wir es mal besser gesagt so. Und wir sind auch schon im Herzstück meiner Wohnung, die Küche. Hier werden einige Videos gedreht in Zukunft. Aktuell bin ich nämlich noch auf Wettkampfdiät. Demnach seht ihr in meinem Kühlschrank außer ein bisschen Omega-3-Öl, Beeren, Thunfisch, ein paar vergammelte Früchte. Weil wenn man mal unterzuckert ist, dann will man ja auch was Geiles zu essen haben. Und der absolute Gamechanger für jede Bodybuilder-Küche, richtige Dosen Thunfisch. So viel erstmal zum Intro. Ich hoffe, wir werden uns hier sehr lange Zeit sehen. Projekt YouTube steht schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit im Raum, aber jetzt wird endlich angefangen. Prep läuft und jetzt geht es erstmal runter in den Garten zur Family. Dann auf jeden Fall aktuelle Prep. WNBF war der erste Wettkampf. Natural Bodybuilding, zweite Saison für mich im Leben. Und in 2 Wochen, also wir haben heute, jetzt, wo ich das hier gerade aufnehme, ist der 23. September 2023. Und in 2 Wochen ist die Evo Classic zum zweiten Mal. Und ich werde am Start sein. Ich wiege aktuell 96, irgendwas Kilo. Oder ich glaube heute Morgen 97. Aber ne, ich bin gefühlt seit 3 Tagen nicht auf dem Klo gewesen. Hier kleines Prep-Form-Update. Ja, jetzt habe ich hier auch so eine Hose an. Die für mehr ins Physik. Also da kommt der Arsch nicht zum Vorschein, aber es geht um Bauch, Brust und Arme. Und die habe ich zum Glück. Blutwerte sind gekommen, gestern noch. Habe ich hier vom Arzt. Kann ich schon mal genauer einblenden, aber was das Wichtige ist, ist hier eingekreist. Testosteron ganz niedrig beweist und auch mein HbA1c-Wert hier oben, ne, beweist alles, sage ich mal. Mein Status natural plus Diabetiker, trotzdem ist das alles möglich, was ich hier mache. Genau, ansonsten wird jetzt gearbeitet. Sonntag heißt, hier sind die ganzen Mitschriften der Woche von Trainings, Trainingspläne, die nochmal aktualisiert werden müssen oder neu geschrieben werden müssen. Daran setze ich mich jetzt. Jetzt habe ich gerade eine Benachrichtigung bekommen, wahrscheinlich von meiner App, dass mein Zucker zu hoch ist. Ja, ist er auch. So viel dazu, ne? Bisher jetzt außer diesem Proteinkaffee. 180 ist jetzt hier so folgendermaßen hochgegangen, sieht man seit heute Morgen, ne? Ist stetig hoch, obwohl ich nur Kaffee getrunken habe und spazieren gegangen bin, aber wie schon gesagt, ne, der Körper holt sich dann die Energie irgendwo. Und dann gibt es noch was richtiges Geiles zu frühstücken. Und die Mittagszeit jetzt extrem geil, weil es heißt, ich kann heute sehr niedrig bleiben von den Kalorien, ohne dass mir am Ende des Tages zu viel Hunger übrig bleibt und noch zu viel Zeit. Weil ich hasse nichts mehr als abends nichts zu essen und hungrig zu sein. Da seht ihr das Meisterwerk. Ja, also das wird eine richtig geile Sache, du. Also ich bin auf jeden Fall ein richtig Süßer bin ich. Ich brauche auf jeden Fall Süßkram. Deswegen sowas. Absolute Oberwahnsinn. Ich kann selbst kaum glauben, dass ich da drauf gekommen bin, ohne Video, ohne Influencing bei Instagram. Ja, hilft mir halt immer enorm, dieses Gefühl zu haben von wegen, boah geil, du kannst was Süßes essen, das ist alles ganz normal, du kannst eine ganz normale Diät im Sinne von Lebensweise führen. Und mal abgesehen jetzt hier von den ganzen Supplements und so, einfach noch ein bisschen normale, geile Sachen genießen. Das hier ist das Krasse bei dieser Kürbis-Brownie-Bowl.
dass die halt einfach nur 300 Kalorien hat oder so und schmeckt. So Leute, willkommen auf meinem Gang ins Gym. Nehme euch mal mit, ist immer eigentlich ganz nice. Ich feiere es übertrieben, zu Fuß ins Gym zu gehen. Bin ich letztes Jahr in der Prep auch immer, jeden Tag, morgens hin, abends zurück, vielleicht auch nochmal zwischendurch heimgelaufen, weil letzten Endes die Lotte auch ja immer raus muss. Also bei so einem Schnitt von 20.000 Schritten jeden Tag bist du gefühlt halt echt wirklich auch schon alles, jeden Fleck in deiner Stadt abgelaufen. Und yo, so viel dazu zum Thema Schritte sammeln und Co. Aber jetzt gerade laufe ich mal anders, weil ich Fabi und Anni noch abhole. Ich glaube zumindest, dass die Anni auch mit dabei ist. Auf jeden Fall waren die zwei in Wien, unter anderem generell im Urlaub. Und die haben mich aber sehr, sehr viel bei der Prep unterstützt, was das Posing vor allem angeht und auch mentalen Support, weil letzten Endes sind das so die einzigen Leute, die ich kenne, die jetzt hier bei mir in unmittelbarer Nähe wohnen und auch immer mal zum Training vorbeigekommen sind und mir halt, ja, mich krass unterstützt haben bei der ganzen Sache. Deswegen danke an euch zwei. Echt mega, mega geil. Das ganze Posing-Thema echt super krass durch die beiden verbessert. Und vor allem halt auch diese Confidence bekommen, zu sagen, geil, jetzt läuft's, weiß wie es geht. So Leute, Vlog Nummer 1, es ist 21 Uhr gleich, Sonne ist untergegangen, wie man unschwer erkennen kann. So krass, wie schnell Winter wird, es ist nicht mal 21 Uhr, es ist Viertel nach 8. Oh, aber ich bin schon bei 21 Uhr im Kopf, wenn ich daheim ankomme, gar keinen Bock. Training war geil, gutes Gefühl gehabt auch, da ich halt meine Carbs schon verbraucht habe über den Tag gefühlt, aber ich bin so im Arsch jetzt, das Posing und alles, gar keinen Bock mehr gehabt, allgemein sind eigentlich immer so die Tage aktuell, morgens noch richtig gut gelaunt, morgens Spaziergang und so und dann ist meistens die Kraft schon komplett weg und gegen Abend ist einfach gar nichts mehr da, eben habe ich nämlich den Sensor gar nicht so lange. Aber wie gesagt, habe ich jetzt schon mega verbessert. Größtes Learning jetzt aus der Diät ist auf jeden Fall auch früher mein Kurzzeitinsulin zu spritzen. Also schneller vorm Essen. Auch jetzt gleich gibt es einfach nur noch ein bisschen Gemüse und Hähnchen. Eigentlich noch zwei Mahlzeiten, das wird schon fast knapp. Vielleicht gibt es doch ein bisschen Quark, damit da noch ein paar Carbs drin sind. Und auf jeden Fall halt erst spritzen, dann essen, Leute. Das ist das, was ich aus den letzten Wochen mitnehmen konnte. Ansonsten, wie gesagt, Fragen, Anregungen, Feedback, bitte alles unten in die Kommentare. Würde mich mega freuen natürlich, wenn ihr das hier abonniert und auf Gefällt mir klickt. Vor allem an all meine Freunde, die zugucken. Ich weiß ganz genau, dass das einige von euch verpassen, da drauf zu klicken. Deswegen bitte ganz ausdrücklicher
ganz, ganz ausdrückliche Bitte, seid so gut, denkt da dran, macht das, tut mir damit einen Riesengefallen und deswegen